So, da sind wir auch schon wieder. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Wir gehen uns jetzt Maya holen. Nein, halt, Palegina. Bin immer noch durcheinander. Wir können ja weder Alof noch Fasina austauschen. Also bleiben nur Idea und Xoti. Und ich würde nicht Edea und Fenrir alleine an der Front lassen. Also nehmen wir mal wieder Palegina mit. Die hat ja eh schon lange keine Action mehr. Vor allem hat sie uns auch nicht damit gedroht, in einer anderen Zeitlinie, na, sage ich das einfach mal, bevor ich geladen habe, uns in den Kopf zu schießen. So, also ein kurzer Abstecher vom Tempel der Offenbarung. Auf unser Schiff. Dann gucken wir mal kurz in ihr Inventory. Sie hat da immer noch ein Schwert. Das müsste noch geupgradet werden, weil es ist nur außergewöhnlich. Das da ist hervorragend. Und legendär kann ich es nicht machen. Ich habe nicht genug Smaragde. Aber mal mögliches Zeug hier eingesackt. Notiz zum Kind. Einfache Anweisung. Schützt die Vermögenswerte. Ach so, das war. Okay. Einfache Anweisung. Ja, das war von Akemir, das ist okay. Gehen wir mal in der Reihenfolge. Besudelte Notiz, das war das mit dem Namen aus dem Erzmagier-Ding. Schützt die Vermögenswerte. Was war das nochmal? Dies ist die letzte Warnung. Die Testsubjekte dürfen nicht gestört werden, während sie der Musik aus der Grube lauschen. Die armen Wichter haben sich an das Lied unseres Wohltäters so sehr gewöhnt, dass sie es nicht mehr wissen möchten. Deshalb greifen sie alle an, die die Öffnungen des Organs beschädigen. Sollte eines der Testsubjekte einmal einen Augenblick der Klarheit erleben, seid so nett und führt es fort von der Grube und zurück zu einer Öffnung, wo es wieder in seliger Gleichgültigkeit mit den anderen vereint sein kann. Wir streben für dieses Quartal eine Verringerung der Selbstmordrate an. Diese Warnung dient gleichzeitig als Hinweis, dass wir unseren Vorrat an Ohrstöpsel leider erschöpft haben. Die Aufseher werden hiermit ermächtigt, heißes Kerzenwachs auszuteilen, bis jemand sich nach oben wagen kann, um neue Ohrstöpsel zu besorgen. Ach so, das war das. Ja, oh, schmerzhaft. Ja, okay. Also zurück in den Tempel. Jetzt mit Palegina, die hat 14 Wahrnehmung. Haben wir nicht irgendwas, um ihre Wahrnehmung zu erhöhen? Irgendwer was dabei, um Wahrnehmung zu erhöhen? Ein Auftrag für Fasina. Oh, das ist auch neu. Also das haben wir noch nicht gelesen, besser gesagt. Fasina, wenn du unsere gemeinsame Zeit als verschwendest ansehen würdest, könnte ich dir das kaum vorwerfen. Die Aufgaben, die ich dir zuwies, waren stumpfsinnig, gefährlich oder beides. Als Dank für unbrauchbare Arbeiten gab ich dir bloß Anfängertricks mit und habe so auf jede erdenkliche Art deinen Zorn redlich verdient. Ja. Doch du hast diese Rückschläge und Hindernisse mit Beharrlichkeit überwunden, um eine Zauberin mit ausgesprochen großem Potenzial zu werden. Du hast mich übergangen, um Bücher zu lesen, die du nicht lesen hättest dürfen, hast Zauber weit jenseits deiner Fähigkeiten gelernt und sogar die Imps zu einem erfolglosen Aufstand gegen mich aufgehetzt.
Dachtest du etwa, ich würde das nicht herausfinden? Womit ich sagen will, dass ich entzückt bin über die Fortschritte, die du gemacht hast. Ein wahrer Zauberer fragt nicht um Erlaubnis oder fügt sich in starre Hierarchien ein. Ein wahrer Zauberer ist von Natur aus ein Skeptiker und Aufrührer. Selbst die Erzmagier tolerieren ihren selbstgegründeten Zirkel meist mehr schlecht als recht. Ob du dich nun noch als mein Lehrling betrachtest oder nicht, solltest du Wales Heiligtum jedenfalls als letzte Prüfung in Betracht ziehen, bevor du dich besseren Dingen zuwendest. Ich denke, du wirst diese Herausforderung meistern. Dein Akemir. PS, solltest du übernehmen, kannst du diesen Brief als Empfehlungsschreiben verwenden. Wie nett. Aber ja, etwas, das Dings erhöht. Wahrnehmung sehe ich jetzt gerade blöderweise nicht. Gewährt gerechte Rache, krokodierende Armschienen, Kupferkopfhelm. Gewährt unentschlossen. Intellekt Quach. Kraftschwall, Gesundheit. Ne, wir haben wirklich gerade nichts. Wir könnten den mal verbessern. Der ist bis jetzt nur gut. Machen wir mal außergewöhnlich. Und hervorragend können wir nicht machen. Und den Stolz des Dux können wir auch nicht geben. Schade. Hat wirklich niemand gerade etwas? Das können wir herausfinden. Kein Wahrnehmungsbonus. Du hast einen Wahrnehmungsbonus durch. 11. Okay, das bringt auch nicht viel. Das bringt auch nicht viel. Und du hast einen. Am finstersten vor der Dämmerung schützender eotasianischer Zauber. Nee, Steuer des Winters nicht. Das Ding auch nicht. Das Teil auch nicht. Ah ja, hier am finstersten vor der Dämmerung. Egal. Hoffen wir mal, dass Palegina ein bisschen ausreicht mit 14. Wenn nicht, können wir sie immer noch unter Drogen setzen. Das war der falsche Slot. Es ist ja zum Beispiel schade, dass wir... Obwohl, können wir Ideas postanisch upgraden? Ja, können wir. Na komm, das hast du dir verdient, Idea. Ein legendärer Brustharnisch. Gott, da wieder runter in die Gehege. Es ist die Frage, gehen wir erst nach oben Vitrak-Nester ausräuchern oder gehen wir erst nach unten? Ich würde sagen, erst nach oben Vitrak-Nester ausräuchern. Der mit der Fackel sieht cool aus. Und Alof sieht wie immer panisch aus. So.
Ich glaube es nicht, dass unser Flammensiegel, das liegt immer noch da in der Gegend rum. Also ja, es gibt zwei von diesen Hörorganen, dort und dort. Wir sollten einfach nicht zulassen, dass die Vetrax es beschädigen. Dumm die Dumm. Ja, zur Vetrax, zu den unteren Ebenen der Sammlung deuten. Zur Vetrax-Gemeinschaft über der Sammlung deuten. Wie gesagt, Vetrax sind nervig. Vetrax sind... Ja, Vetrax sind die Gedankenschinder von diesem Universum, ganz ehrlich. Sie machen ja eigentlich nichts anderes, nur dass sie Spinnen und keine Tintenfischköpfe sind. Eyes open. Und sehr schlechte Gastgeber, ehrlich gesagt. Hau ihn mal um. Fackel ihn ein bisschen ab. Herzschusse ihn. Okay. Das war sehr schlecht getimt. Und eine sehr schlechte Aufstellung. Und sowieso alles sehr schlecht. Fasina hätte nicht da vorne stehen sollen. Eigentlich sollten immer alle auf Idea losgehen, weil Idea ist der mit dem Schild. Yeah, yeah, right away. Hm? I? Oh. How may I help? I am ready. What can I do? Something you need? Hm? I'm here. I'd be glad to. I? Hmm? What's up? Yeah! I need something stronger! So, da die Rohlinge ein bisschen böse stark sind irgendwie. Hey, watch it with that. Au, sehr, sehr böse stark. I cannot whack him any harder. Hey, we had some good times. So, ich hoffe, das Handauflegen. Wasted effort. Now, watch your fire.
So, beweg du dich mal darüber, dass du nicht ständig unsere Leute triffst. So.